Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's fantastisch. Da ihr mich mittlerweile so ein bisschen aus ein, zwei Musikvideos kennt, hoffentlich, denn ihr habt sie hoffentlich angeschaut, aber mich noch nie so richtig in Action erlebt habt, auf der Bühne und wirklich in Live-Aktion, was sich sehr bald ändern wird, erzähle ich euch heute nochmal ein bisschen was über mich als Bassisten und vor allem auch ein bisschen über meine Instrumente, mein Werkzeug, mit dem ich meinen Job quasi mache in der Band. Angefangen hat für mich alles mit einem sehr schönen roten Ibanez Vierseiter-Bass, den ich in meiner Jugend bekommen habe, so mit 14 oder 15 würde ich sagen. Das war so mein erster guter Bass. Den Bass habt ihr auch alle schon mal gesehen, hoffe ich. Wenn ihr Forever das Musikvideo geschaut habt, da seht ihr mich mit diesem, genau diesem Bass. Und ich habe zwar nach wie vor immer Zugang zu dem, wenn man so will, aber er ist tatsächlich nicht mehr direkt in meinem Besitz. Er ist aber in der Familie geblieben, was für mich was sehr Schönes ist, weil ich immer wie viele Musiker auch ein gewisses sentimentales Verhältnis zu Instrumenten habe, weil sie dann irgendwie begleiten und einem letztendlich dabei helfen, wie gesagt, das ist ein Werkzeug, dabei helfen, das umzusetzen, was man im Kopf hat oder was man musikalisch eben machen möchte. Genau, das war dieser Bass, roter Ibanez Vierseiter, den ich immer noch sehr gerne spiele, wobei das im Forever-Video eher eine optische Wahl war, passend zu Waynes Gitarre, Outfits und so weiter. Ich meine, es ist ein Musikvideo, es soll optisch ein bisschen was hermachen. Und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass Optik nicht auch immer eine Rolle spielt bei dem Instrument. Genau. Und dann bin ich aber schon vor vielen Jahren umgestiegen auf Fünfseiter und bin dann bei diesem Baby hier gelandet. Auch Ibanez. Spielt grundsätzlich nur Ibanez-Bässe, weil Ibanez-Bässe einfach toll sind. Ich mag die extrem schlanken Hälse, spielen sich einfach wie Butter. Ich mag die ganze Tonvarianz und was man alles so rausholen kann. Bei dem hier sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass der schon ziemlich mitgenommen ist, weil ich den schon ziemlich viel live gespielt habe, vorher auch in anderen Projekten und Bands und für eigene Sachen benutzt habe. Ja, in dem Bass bin ich einfach komplett verknallt. Mit dem habe ich schon, weiß nicht, der hat schon ganz viel mitgemacht. Und den werdet ihr vermutlich auch live in Aktion sehen, denke ich. Aber ihr werdet ihn vermutlich nur dann sehen, wenn mir eine Seite reißt und ich schnell den Bass wechseln muss. Denn ihr werdet mich, wenn ihr mich live seht, hauptsächlich mit meinem neuesten Baby sehen. Wie gesagt, auch Ibanez, auch Fünfseiter. Das war quasi einfach nur das Upgrade zu dem davor. Und vorher in der Band wurden eigentlich immer Vierseiter von Roman gespielt. Und das wird auch weiterhin gehen. Ich mag nur einfach die zusätzliche Seite aus verschiedenen Gründen. Ich mag es als Job des Bassisten, gerade in der Band mit nur einer Gitarre, die Option zu haben, noch ein bisschen tiefer runterzukommen als mit einem Vierseiter, weil für mich der Job vor allem irgendwie ist, sicherzustellen, dass so untenrum einfach immer genug da ist, damit es euch schön den Bobbes durchschüttelt. Ja, deswegen Fünfseiter. Und ich mag auch einfach die Spielweise, das Gefühl von einem Hals von einem Fünfseiter irgendwie ein bisschen mehr. Dazu hat der diese lustigen schiefen Bünde. Ich will jetzt hier nicht zu technisch werden, weil es für mich selbst nicht so arg wichtig ist eigentlich und ich auch jetzt nicht so der totale Gear-Nerd bin. Aber schön ist einfach, dass ich hier ein bisschen mehr Spannung auf den tiefen Seiten habe, was sich einfach ganz gut mit meiner Spielweise deckt. Ich spiele bei Sons of Sounds primär mit dem Plektrum, die allerwenigsten Sachen mit den Fingern, und ich neige dazu, einfach relativ stark anzuschlagen, weil in meinen Augen auch da der Ton irgendwie die Musik macht. Wenn man in einer Hardrock-Band spielt und irgendwie aggressive Musik spielt, dann muss man auch aggressiv spielen, um einen aggressiven Sound rauszuholen. Dafür gibt es dann leider keine Pedale, Amps oder sonstige Spielereien, die das für einen übernehmen. Wenn man einen harten Sound will, muss man hart spielen. Ganz einfach. Und das ist einfach nur diesen Bass ein bisschen zuträglicher, weil er ein bisschen besser in Tune bleibt. Und ich habe den jetzt erst seit einigen Wochen, aber er wird gerade schon fleißig in der Probe eingespielt und es ist so geil. Sound ist geil. Kombiniert sich sehr gut mit Waynes Sound. Also da könnt ihr gespannt sein auf in meinen Augen sehr, sehr phänomenalen Band-Sound. Auf jeden Fall, es wird halt sehr geil. Genau, das sind meine drei Babys. Der rote im Forever-Video, der mittlerweile aber quasi sich zur Ruhe hat setzen dürfen und nur noch für spezielle Anlässe ausgepackt wird. Dann eben jetzt mein Hauptbass, dieser schöne Ibanez Fünfseiter. Und als Backup quasi das Baby davor. Ich kann es nicht erwarten, dass es losgeht, dass wir Gigs spielen, dass wir uns alle sehen, dass ich euch alle kennenlerne, dass wir uns alle kennenlernen, dass wir zusammen eine gute Zeit haben, Party haben, Musik genießen, Konzerte wieder genießen. Und genau, haut rein, wir sehen uns, bis bald.